Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute, wie ihr es schon im Titel lesen konntet, ein neuer Song von Don Johnny. Das ist schon, muss ich sagen, ganz kurz mal hier, fast schon ungewohnt, das Video oder das Intro aufzunehmen hier auf diesem Kanal. Ja, wir werden auch am Ende des Videos nochmal dazu kommen, warum jetzt so lange eigentlich nichts kam und auch wie es an sich so weitergeht, also wie so der Plan für die Zukunft quasi ist. Wundert euch, by the way, auch nicht, wenn ich noch ein bisschen müde aussehe. Ich bin erst vor kurzem aufgestanden, aber ich wollte das Video jetzt dementsprechend direkt drehen, damit das dann auch möglichst schnell noch online kommt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, am Ende des Videos, ich denke, da gucken dann noch die Leute so, die sich überhaupt dafür interessieren, warum so lange nichts kommt oder wie es weitergeht. Ihr könnt dann natürlich auch vorspulen oder keine Ahnung, was auch immer. Ansonsten, bevor wir aber mit dem Video anfangen, habe ich hier mal wieder Klamotten zugeschickt bekommen und die möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Der Link und so ist natürlich alles unten in der Videobeschreibung dazu. Ich habe hier einmal, also die Marke heißt Parfabon, ganz kurz, damit wir das schon mal erwähnt haben. Hier einmal so einen dünnen Pulli bekommen. Also ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, gerade wenn es nicht ganz so kalt ist, dann kann man den tatsächlich ganz gut anziehen. Ja, wie gesagt, hier an der Seite sieht er so aus. Und dann habe ich noch einen zweiten Pulli bekommen. Und das hier ist der zweite, den ich bekommen habe. Also hat hier quasi so Sterne drauf oder sieht aus wie Sterne. Ich würde euch empfehlen, ich habe hier zum Beispiel XL, also ich bin 1,83 groß. Ich würde euch empfehlen, kauft es lieber eine Nummer größer, weil das jetzt, sage ich mal, ein bisschen kleiner ausfällt. Qualität ist sehr, sehr gut und wie gesagt, vom Stoff her etwas dünner. Also gerade wenn es nicht ganz so kalt außen ist, dann kann man die Klamotten gut anziehen. Ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne abchecken, den Shop und auch natürlich die Instagram-Seite. Und ansonsten kommen wir hier zu dem Song. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Katil, keine Ahnung, ich glaube schon. Wir haben hier, by the way, einfach schon fast 1 Million Aufrufe nach 12 Stunden. Also bei ihm läuft es wirklich anders, muss man sagen. Ja, ich bin gespannt. Also ich denke, es wird wahrscheinlich so ein Sommerding werden. Ja, wir starten rein. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Okay, also Video hier, wie es aussieht, auch schon wieder auf Blockbuster angelehnt. Okay, ich glaube, man spricht es nicht Katil, sondern Katille aus oder so. Ja, ich bin da jetzt nicht so sprachbefangen oder so drin, deswegen müsst ihr mir das verzeihen, wenn ich das immer falsch ausspreche, die ganzen Titel hier. Ja, auf jeden Fall videomäßig, wie gesagt, schon mal erster Eindruck ist krass. Dieser Bus sah so ein bisschen aus wie so FBI-mäßig, die hier irgendwie so ihn da observieren oder sowas. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja, mit den Ballons außen dran und so. So auf, keine Ahnung, Ballonverkauf, Eiswagen getan, so, ihr wisst, was ich meine. Oha, okay, krass, Bro, diese Villa, ne? Hat jetzt nichts mit dem Song zu tun, aber ich weiß nicht, mir geht das, es ging mir schon immer so bei diesen ganzen Musikvideos, wenn ich sowas sehe, ne, da bekomme ich einfach so unnormal Bock auf Urlaub. Sieht krass aus, wirklich. Okay, das war auch geil gemacht hier, einfach wie die den Radio in die Badewanne schmeißt. Sollte man natürlich nicht machen, ja. Ansonsten, ich muss auch, by the way, wieder gucken, wie viel ich hier rausschneide. Ja, das ist auch noch ein entscheidender Punkt am Ende des Videos. Ja, wie gesagt, ne, ist sehr sommerlich, natürlich auch vom Video her, auch so an sich vom Song her. Einen Song habe ich ausgelassen, leider. Also da wäre damals eigentlich auch eine Reaction dazu gekommen, aber das war Krypto gewesen. Ja, da gerade mal, wenn ich immer einmal einen Titel hier aussprechen kann, dann kommt da kein Video dazu. Perfekte Sache, nee, aber
den habe ich auch nicht gehört. Also da weiß ich nicht, was das so war, ne? Wir haben ja von ihm schon, sag ich mal, viel gehört. Drill hatten wir gehabt. Wir hatten auch schon so Sommersongs gehabt. Und ja, zum Beispiel der hier, ne, ist jetzt ziemlich genau eigentlich ein Jahr her. Es ist krass, einfach wie die Zeit vergeht, ne? Ich kann mich noch genau an die Reaction erinnern. Ich hoffe, ihr auch. Das Video ist so krass, ne? Also das ist halt echt so ein Riesenunterschied einfach, muss man sagen, zu den deutschen Musikvideos. Die Qualität und die ganzen Locations und Aufnahmen, die sind einfach jedes Mal so krank. Ja, ich weiß nicht, warum in Deutschland noch nicht so viele Leute draufgekommen sind, irgendwie vielleicht auch wirklich so auf dem Level Videos zu machen, ne? Aber das sind halt einfach richtige, es sieht halt aus wie ein Kinofilm, so muss man einfach sagen. Ansonsten muss ich sagen, die Hook davon sehr, sehr geil. Gerade jetzt, wo ich die auch so zum dritten Mal höre, muss ich sagen, catcht auf jeden Fall mies. Also, safe, Mann. Okay, krass. Sogar hier mit Hochzeit am Ende. Was auch immer hier steht, das müsst ihr mir kommentieren, ja, was hier am Ende eingeblendet wurde. Die Werbung, die müssen wir nicht angucken hier, wie sicher ist es, dass hier wieder weiter Videos kommen? Das ist die viel bessere Frage. Ihr seht, die Überleitungen, die habe ich nicht verlernt, ja, immerhin das nicht. Ja, wie gesagt, war ein geiler Song gewesen, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ich lasse hier noch einen Like da und das könnt ihr hier natürlich auch gerne machen, ebenso wie ein Abo, da würde ich mich natürlich drüber freuen, auch wenn ich halt dazu sagen muss, dass ich halt noch nicht genau weiß, wie es jetzt hier weitergeht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr zumindest euer Abo nicht löscht, ja, das wäre mir eigentlich schon, das würde mir schon reichen. Und die Sache ist schwierig mit den Reactions so. Also jetzt kommen wir hier zum Real Talk Part. Ja, jetzt muss ich so eigentlich so krasse Musik einblenden. Nee, aber es ist halt so, es ist schwierig, weil ich einfach festgestellt habe mit der Zeit, dass die Videos nicht mehr so Bock gemacht haben. Ich sage euch ehrlich, klar, das Video gerade jetzt, es hat Spaß gemacht so. Es war geil, mal wieder auf einen Song zu reagieren und ja, ne, das schon, aber einfach an sich gerade was so. Das sind so Ausnahmen. Es gibt immer mal wieder Songs, wo ich mir denke, okay, da kann man drauf reagieren, das ist geil, da feiere ich irgendwie. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja klar, jetzt kommst du hier zurück mit dem Video, weil das gibt ja mehr Klicks als andere Videos. Ich glaube, wenn es danach ginge, dann hätte ich wahrscheinlich hauptsächlich nur noch irgendwelche albanischen Sachen hochgeladen. Und da habe ich ja jetzt schon so viel verpasst in der Zwischenzeit. Also ich glaube, dass sollte jetzt offensichtlich sein, dass es nicht daran liegt. Es ist wie gesagt einfach so die Lust und ich mache wirklich Dinge, worauf ich Bock habe und wenn ich irgendwo einfach merke, okay, fühle ich nicht mehr so ganz oder gerade im Moment ist so eine Phase, wo ich darauf nicht so Lust habe. Ich habe es sehr, sehr lange durchgezogen. Ich habe teilweise 10 Videos oder so in einer Woche gemacht. Ja, ich habe auf ganze Alben an einem Abend in einer Nacht reagiert und es hat immer mega, mega viel Bock gemacht so. Aber irgendwann kam halt so der Moment, die Musik, die rauskam, hat mir nicht mehr so gut gefallen. Und früher gab es wirklich pro Woche, ey, da hat alles Spaß gemacht anzuhören. Es gab vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal von 30 Releases, 20 Dinger, wo ich mir gedacht hätte, okay, da reagiere ich drauf. Lade ich hoch, mache ich, höre ich an, will ich mir eh anhören, habe ich Bock drauf. Und mittlerweile gibt es viele Sachen, wo ich auch privat einfach mir so denke, so, ja, muss ich mir jetzt nicht unbedingt anhören, ne? Ich hätte zum Beispiel auch gerne auf Shindy und auf Paschanim reagiert, also das war eigentlich auch eh der Plan. Don Johnny war spontan, dass ich gesehen habe, dass released hat. Auch hier ist es immer schwierig, dass es online geht, aber ich habe halt zum Beispiel bei Shindy die Erfahrung gemacht, ich habe richtige Strikes bekommen oder schon einen richtigen Strike bei einer Reaction zum Beispiel und auch was, wie gesagt, zum Beispiel Paschanim angeht, es ist sehr schwierig, diese Videos überhaupt online zu bringen. Und deswegen
ist gerade so der, ist so eine Phase, wo ich es einfach nicht mehr so fühle. Deswegen kommen nicht so viele Videos. Es wird vielleicht immer mal wieder irgendwas kommen. Ich habe mir zum Beispiel die Shindy-Box vorbestellt für günstige 150 Euro mit hochwertigem Textilprodukt. Und dazu wird dann auch ein Video kommen. Also wenn das mal irgendwann, nachdem es wahrscheinlich noch fünfmal verschoben wurde, wenn das dann mal draußen ist, dann wird dazu auch ein Video kommen. Und es wird bestimmt immer mal wieder vereinzelt irgendwas kommen. Deswegen, wie gesagt, bleibt weiterhin einfach am Start. Ich werde jetzt nicht den Content ändern, ne? Also ich werde jetzt nicht übermorgen plötzlich selber Rapper sein. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Ich werde hier auch nicht übermorgen irgendwie, ja, keine Ahnung, Videos hochladen, wie ich ja, sonst irgendwas mache, keine Ahnung, ja, ihr seht, da habe ich nicht mal eine Idee dazu, also ich werde hier nicht den Content plötzlich umstellen oder was auch immer, deswegen bleibt gerne am Start, würde mich freuen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, bis dahin, Freunde, ciao.